Dann nochmal danke für die Einladung, dass ich dir echt ein bisschen was erzählen darf über das Wagner-Handwerk. Mir ging es darum, nicht nur ein bisschen Licht vielleicht ins Dunkel zu bringen, was ein Wagner macht. Vielleicht weiß es nicht jeder von euch. Mir war es zu Beginn meiner Forschungen nicht so ganz bewusst. Mein Hintergrund dieses Vortrags ist auch vielleicht den einen oder anderen ein bisschen Lust zu machen, auch wenn man selber in den Vorfahren Handwerker hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Es macht recht viel Spaß, es ist recht spannend, unabhängig davon, ob es jetzt das Wagner-Handwerk ist oder ein anderes, weil es einfach so ein bisschen ein Fleisch zu dem Skelett der Matriken, die man ja so bekommt, eigentlich liefert. Als Einstieg so gleich ein paar Bilder aus meiner Familie. Also das ist die Familie meiner Mutter. Ich bin ja eine gebürtige Prinzersdorferin, also in der Nähe von St. Pölten, aber meine Vorfahren sind Zugraste, wie man so kurz sagt. Meine Mutter kommt eben aus dem westlichen Mostviertel, aus der Umgebung von Weistrach. Also wer es vielleicht kennt, im Bezirk Amstetten. Mein Vater kommt dann eher aus Salzburg. Aber heute geht es um die Vorfahren meiner Mutter, die Familie Kommüller heißen die. Die sich halt da rund um Weistrach angesiedelt haben. Ganz links mein Großvater und mein Urgroßvater, die quasi der Anstoß waren, dass ich mich mit dem Wagner-Handwerk näher auseinandergesetzt habe. Rechts die Familie, wo man drei Generationen an Wagnermeistern an dem Bild sieht. In der Mitte mein Urgroßvater, rechts von ihm der Großvater, Josef Kommüller. Und dahinter, rechts hinten, im letzten Eck der große Sohn, der Franz Kommüller. Das war quasi der letzte gelernte Wagnermeister, mein Onkel, der dann auch die Wagnerei übernommen hat und zu einer Tischlerei umgewandelt hat. Die Tischlerei, quasi die Kommüller-Küche, wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Darum geht es, um diesen Betrieb quasi, was da die Vorgeschichte ist. Ja, so hat mein Stammbaum ausgeschaut oder ein Auszug aus meinem Stammbaum. Hier über mehrere Generationen in Rot hinterlegt, das sind alles Wagnermeister. Das war so quasi mein Einstieg, wo mir dann aufgefallen ist, hoppala, das sind ja ganz schön viele Wagnermeister. Und eigentlich sind von 1731 an, da war der erste Eintrag, den ich da rechts oben herausgenommen habe, dass ein Simon Kommüller noch ledigen Stand sein Wagnergesell eben sich verheiratet hat. Und das war der erste dokumentierte Wagner in meiner Vorfahrengeneration. Und dann durchgehend bis quasi in das 20. Jahrhundert hat jeder männliche Nachkommen in dieser Linie das Wagner-Handwerk. Mit einer einzigen Ausnahme, der war Soldat. Aber alle anderen haben das Wagner-Handwerk gelernt. Und das war natürlich dann aufgelegt für mich, mich diesem Thema ein bisschen mehr zu widmen. Und ich habe dann eben den Lehrgang vom Gerhard, den Heimat- und Regionalforschungslehrgang herangenommen, um da mir ein bisschen zu vertiefen in meiner Abschlussarbeit zum Wagner Handwerk. Eben örtlich gesehen habe ich da rechts unten eine kleine Karte, wo sind wir überhaupt daheim, für die, die das westliche Moosviertel nicht so kennen. Eben der Weistrach in der Nähe, in Holzschachen genau genommen, war eben der Betrieb, wo meine Mutter aufgewachsen ist, die Wagnerei. Herkommen sind es eigentlich aus Haag, aus der kleinen Ortschaft Imberg, die Kommüllers. Und haben eben dann in der Umgebung dann einige Betriebe gehabt, unter anderem auch in St. Peter in der Au, aber auch in Tröstelberg. Also die haben sich da alle in dieser Umgebung angesiedelt. Das ist das Haus. Links die Kommüllerküche, wie ich sie in meiner Kindheit kennengelernt habe. Und rechts gegenübergestellt, wie der ganze Betrieb noch so in die 50er Jahre ausgeschaut hat. Also das ursprüngliche Haus, ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger da eben sieht. Das war das ursprüngliche Haus. Das ist hier noch erhalten geblieben und ist einfach dann angebaut worden um Firmenflächen, um Fabriksanlagen. Aber die Bausubstanz vom ursprünglichen Haus ist eigentlich erhalten geblieben. Und heute ist aber die Firma Breckner Palettenlogistik da drinnen. Also ist jetzt nicht mehr im Familienbesitz. Die Wagnerei, das war halt einmal. Aber begonnen hat das Ganze eben mit diesem Wagnerhäusl, mit dem Schuppen. Und hier dann schon in Weiß, da der kleine Anbau der Werkstätte, um eben hier ein bisschen mehr Platz zu haben für die Wagnerei. Ja, um das Rätsel zu lösen, was macht eigentlich ein Wagner? Also es gibt bei uns hier im Raum, auch im Bayerischen heißt er eben Wagner. Je mehr man dann in Deutschland in den nördlichen Gefilde kommt, heißt er dann eher Stellen- und Rademacher.
findet man eben auch häufig als Familiennamen, weil das einfach ein sehr gängiger Beruf war und der sehr weit zurückgibt. Also auch schon unter den Römern hat es eben Wagner gegeben, weil halt die Transportmittel eben der Wagen doch wichtig waren. Aber es war nicht nur der Wagen, den ein Wagner erstellt hat, sondern er hat auch landwirtschaftliche Geräte, insbesondere jene halt, die aus Holz waren, und der Pflug und die Egge, das waren ursprünglich auch in erster Linie Geräte aus Holz. Das Eisen ist erst ein bisschen später gekommen, wie es halt dann noch erschwinglicher geworden ist. Natürlich hat er den klassischen Wagen gemacht, der in erster Linie mein Lastwagen war, den man dann auch umgangssprachlich Bauernwagen genannt hat. Dann auch Wegen zum Personentransport, die klassischen Kutschen, wie man sie dann auch später kennt, Schlitten, Rodeln, im 20. Jahrhundert dann auch Skier. Das war dann oft das Brot, mit dem sich dann die Wagner-Werkstätten über Wasser gehalten haben, als die Auftragslagen einfach zurückgegangen sind. Aber auch im militärischen Bereich für die Kanonen, wenn man diese Kanonenräder denkt, waren Wagner halt im Einsatz und auch bei Sänften und Leichenwegen. Also die ganzen alten Exemplare, die haben auch die Wagner gemacht. Links so aus dem Jost Ammann, den man vielleicht kennt, wo da ein paar so alte Berufe abgebildet sind, eben so ein kleiner Hinweis, was der Wagner macht. Ich mache Räder, Wagen und Karren, Roll- und Reisewegen für große Herren, Kammerwegen, den Frauen klug, auch mache ich den Bauern den Pflug und dazu auch Schleifen und Ecken, tu's alles mit gutem Holz verlegen, ich arbeite hart bei meinen Tagen, Frick ist erfunden, erstlich den Wagen. Also das Aufgabengebiet eines Wagners war sehr umfänglich. Auf der rechten Seite ein kleines Bild mit den wichtigsten Werkzeugen eines Wagners. Ganz klassisch, was auch oft in den Zunftzeichen verwendet wurde, ist das Gänseflügelbeil, um quasi Holz zu spalten. Dann hier das Reifmesser, der Narbenbohrer und hier auch zum Anreißen, weil halt natürlich oft dann so Kreisbögen wichtig waren. Und hier auch die zwei bekanntesten Produkte oben, der Lastwagen, der Bauernwagen und unten dann die Luxuskutsche für eher die adelige Gesellschaft. Ja, so ein paar kleine klassische Beispiele für eine Wagenarbeit. Hier eben die Erstellung eines Wagenrades war so quasi der Einstieg für jeden, der das Wagnerhandwerk erlernen wollte. Das war so das klassische Gesellenstück auch, weil das auch doch eine gewisse Kunstfertigkeit war, so ein Wagenrad zu erstellen. Auch der Umgang mit dem Reifmesser, das man in der Mitte da sieht, da hat man dann auch die Geschicklichkeit des Wagners irgendwie erkannt, wie gut er damit umgehen konnte. Später sind natürlich Hobel und Schleifmaschinen und was hier alles noch dazu gekommen. Aber zu Beginn war das halt noch alles sehr viel reine Handarbeit, um eben so ein Wagenrad zu erstellen. Der Wagner hat halt in erster Linie halt Holz dazu verwendet, um halt nicht Möbel herzustellen, sondern irgendwie so ein bisschen anspruchsvolleres Werkzeug, Gerätschaften, die oft auch gewisse Biegungen hatten. Er hat deswegen auch vom Holz dann auch die Bäume genommen, die halt auch nicht ganz gerade waren, zum Beispiel für einen Schlitten, wo man die Kufen hernimmt, die haben ja Biegungen drinnen, die kann man natürlich über Dampf dann biegen. Aber natürlich, wenn so ein Holz schon von der Wuchsform her so eine gewisse Biegung drinnen hat, dann lässt sich das dann schön zu einer Schlittenkufe zum Beispiel verwandeln. Vom Holz her war ein klassisches Wagnerholz die Esche, weil die halt auch von ihren Eigenschaften her, von der Elastizität, sich da wunderbar eignet. Aber das war halt auch sehr unterschiedlich und auch oft regional unterschiedlich, welche Hölzer dann tatsächlich für die einzelnen Stücke herangenommen wurden. Da hatte jeder so ein bisschen seine Philosophie, was er da nimmt. Häufig verwenden wurden zum Beispiel Buche, teilweise auch Eiche. Dann sind halt in der moderneren Zeit ein bisschen außergewöhnlicher Hölzer noch zum Einsatz gekommen. Das hat dann variiert. Das heißt, so ein Rad hat dann oft aus unterschiedlichen Bestandteilen, also aus unterschiedlichen Hölzern bestanden, weil halt da auch die Eigenschaften unterschiedlich gebraucht wurden. Begonnen hat es eben meist mit der Erstellung der Radnarbe. Das ist eben auch jenes Stück, mit dem man mal begonnen hat und das auch in vielen Fällen gedrechselt wurde. Also dass man in die Drechselbank eingespannt wurde.
dann sieht man hier die Speichen, die dann raufkommen. Und auf die Speichen dann, das sieht man hier auf der rechten Seite, dann die Felgen, die dann zusammengefügt wurden. Und das Ganze rundherum ist dann auch noch ein Eisenring vom Schmied dann gezeugt worden, um eben auch die Belastbarkeit zu erhöhen. Im Laufe der Zeit hat sich das Wagenhandwerk dahingehend entwickelt, also wie gesagt, im Mittelalter waren schon landwirtschaftliche Geräte und halt Wagen wichtige Produkte, die der Wagen erzeugt hat. Der Personentransport war im Mittelalter noch nicht so verbreitet mit Wegen. Das war eher, hatte noch eher den anrüchigen Beigeschmack, dass das verweichlichend ist, mit einem Wagen zu fahren. Insofern war das Wagenfahren in erster Linie den kranken Personen und maximal den Frauen vorbehalten, aber nicht den Männern, denn der edle Mann, der ritt zu Ross und der normale Mann ging zu Fuß, aber mit dem Wagen fuhr man damals noch nicht, das kam erst dann in der Neuzeit. Generell waren Wagner und der Schmied und insbesondere hier der Hufschmied ein wichtiges Duo, ein Gespann, deren Werkstätten sich meistens auch in einer gewissen Nähe befanden, weil der Wagner war für die Holzteile zuständig und der Hufschmied für die Eisenteile. Und sie arbeiteten eben stark zusammen, alleine beim Rad, auch bei vielen Gerätschaften waren halt beide erforderlich. Und sie waren beide so klassische Landhandwerker. Also man findet sie daher auch in kleineren Dörfern. In meinem Fall befanden sie sich auch immer in der Nähe von irgendwelchen Wäldern. Kann ein Zufall sein, kann aber auch damit da zusammenhängen, dass dort halt der Rohstoff gewachsen ist, den er halt für seine Arbeit gebraucht hat. Und interessanterweise sind so in vielen Fällen auch die Binder bei mir dann in der Nähe gewesen von den Vorfahren her. Also das Binderhaus war dann meist in der Nähe vom Wagnerhaus. Bei natürlich Mostviertel, Mostfässer hat man natürlich auch den Binder sehr gebraucht. Also rechts oben da eben so ein alter Räderpflug, ein Bild aus Haag aus dem 20. Jahrhundert, also noch nicht so lang her, war der noch im Einsatz. Im 17. Jahrhundert haben sich dann die ersten Reisewegen entwickelt, also zum Personentransport, haben dann die vom Habsburger Hof aus ist es dann en vogue geworden, dass die Adeligen, sowohl weltlicher als auch geistlicher Adel, dann mit Wegen durch die Gegend gefahren sind. Aber die Straßenverhältnisse waren noch ziemlich miserabel, weil die Römerstraßen, die gepflasterten, waren noch da und sind eigentlich bis heute in die Neuzeit eigentlich nur instand gehalten worden. Das war ein Flickwerk, das war nicht bequem zu reisen. Das heißt, die Reise zu Land, der Landtransport war noch eher mühsam. Also das meiste hat sich dann am Warentransport noch und auch der Personentransport für die Normalbevölkerung halt eher am Fluss oder halt im Gewässer abgespielt. Und erst Karl VI. Hat dann in Niederösterreich einen Straßenausbau vorangetrieben, wo halt dann die gängigen Postlinien zu Kommerzialstraßen mit einem breiter wurden und auch wo die Fahrdecke dann befestigt wurden. Das war quasi der Anstoß, hier vermehrt auch in den Personentransport zu investieren. Dann gab dann auch einige Innovationen in Bezug auf Federung und die Achsen und so weiter, sodass das Ganze dann mit Beginn des 18. Jahrhunderts ins Rollen gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und halt da vermehrt in die Technik und die Raffinesse der Wegen investiert wurde. Letztendlich kam es dann im 19. Jahrhundert zu einer Kommerzialisierung des ganzen Wagenbaus, gefördert hat auch durch die Habsburger entstanden sogenannte Wagenfabriken, wo man halt insbesondere dann die Luxuskarossen entwickelt hat. Der Vorteil von diesen Fabriken war auch, dass hier mehrere Handwerker gemeinsam in einer Fabrik gearbeitet haben, weil für die Herstellung so eines Wagens war ja nicht nur der Wagner zuständig oder halt notwendig, sondern auch verschiedene andere Gewerke. Man brauchte zum Beispiel, um diese ganzen Polsterungen zu machen, brauchte man den Sattler, für diverse Riemen brauchte man den Riemer. Die Wagenkästen, wenn sie ein bisschen halt anspruchsvoller waren, haben dann auch Tischler gemacht. Dann gab es Posamentierer, um diese ganzen Quasten für diese Luxuswegen zu machen und so weiter. Also da gab es viele verschiedene Handwerker, die bei einem Luxus, bei einer Luxuskarosse eben mitwirkten, bei einem Bauernwagen eher nicht, aber bei einer Luxuskarosse doch. Wir sehen da auf der rechten Seite in der Mitte
aus dem Museumsdorf Niedersulz, zum Beispiel so einen klassischen Bauernwagen und rechts unten so das gängige Gefährt für den normalen Bürger, so ein Linzer Wagerl hat man das genannt. Also ich habe diesen Begriff erst im Zuge meiner Recherchen kennengelernt, aber das war so anscheinend am Land so das gebräuchliche Fahrzeug, um halt vielleicht einmal in die Stadt zu fahren, um ein paar Erledigungen zu machen. Im 19. Jahrhundert hat dann die Eisenbahn halt etabliert. Das hat natürlich den klassischen Kutschenfahrten und Wagenfahrten, also Pferdefuhrwerken, ein bisschen das Geschäft weggenommen. Letztendlich das endgültige Aus für die Pferdekutsche hat dann das Automobil bedeutet im 20. Jahrhundert. Die Bezeichnung Benzinkutsche, die stimmt ja wirklich, weil es war ursprünglich eine klassische Kutsche, noch mit Holzunterbau, der man halt einfach einen Motor hineingegeben hat. Man hat für diese ersten Automobile auch Wagner herangezogen, die eben das Gefährt selbst halt noch gebaut haben aus Holz, und erst später ist dann verstärkt Eisen und Stahl halt zum Einsatz gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann ziemlich rasch bergab mit dem ganzen Wagner-Handwerk, weil dann einfach die Automobile in die Massenproduktion gegangen sind und auch die sogenannte Agrarrevolution stattgefunden hat. Das heißt, die Vollmechanisierung der Landwirtschaft, man hatte keine Pferdefuhrwerke, man benötigt, das Pferd ist quasi verkauft worden im besten Fall. Man hat auf Traktor und halt die modernen Lastwagen und eben mit Gummibereifung gesetzt, sodass dann für die Wagnermeister dann eigentlich keine Arbeit mehr da war. Die Söhne der Wagner haben dann meist andere Berufe gelernt. In meinem Familienkreis hat er dann zum Tischlerhandwerk, der dem Ganzen halt sehr verwandt ist, umgeschwenkt. Und ein paar alte Wagnermeister haben noch ihr Handwerk weiter betrieben, und wie die halt dann in Pension gegangen sind, dann sind oft diese Wagner-Werkstätten dann letztendlich wirklich eingeschlafen. Nun zum zweiten Teil meines Vortrags möchte ich ein paar Anregungen auch geben und ein paar Informationen weitergeben, mit welchen Quellen ich denn da gearbeitet habe in meiner Forschung. Wie halt bei jeder anderen Forschung waren natürlich die kirchlichen Matriken mal meine Basis, also quasi mal das Skelett für meine Forschungen. Und dieses Skelett habe ich dann ergänzt um viele andere Dinge. Das eine war natürlich, ich habe mal alle Verwandten abgefahren, habe Fotos eingesammelt, was wir halt noch hatte. Es war leider in meinem Falle nicht sehr ergiebig, weil mein Onkel, der halt der letzte Wagnermeister war, schon vor 10 Jahren gestorben ist. Und sein Sohn, der das geerbt hat, da ziemlich rigide ausgemistet hat. Er hat gesagt, ich komme 10 Jahre zu spät. Aber dennoch habe ich das eine oder andere noch gefunden, habe auch meine Verwandten interviewt, meine Mutter und ihre Schwestern, die ja noch leben. Meine Mutter ist 85 Jahre alt, haben den Wagnereibetrieb noch als Kinder, als Jugendliche miterlebt. Und ein bisschen das eine oder andere konnte sie sich noch erinnern, was mir dann halt auch weitergeholfen hat, da ein bisschen einen Einblick zu gewähren. Das heißt, ich bin dann in erster Linie halt in die klassischen öffentlich zugänglichen Archive gestürmt und habe da mal versucht, was kann ich denn da zu dieser Familie herausfinden, um ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, wie die damals gelebt haben. Das erste waren natürlich die grundherrschaftlichen Protokolle, das man eh in der klassischen Ahnenforschung also kennt, Heiratsprotokolle. Es war oft sehr interessant, wann dort der Handwerker geheiratet hat. Im Handwerk war gerade auch in der frühen Neuzeit noch, also quasi solange es noch die Grundherrschaft gab, sagen wir so, üblich, dass ein Wagner-Geselle oder ein Geselle heute halt eine Meisterswitwe heiratet, um hier quasi eben einen Betrieb zu etablieren. Das ist dann auch ganz spannend, in den Heiratsprotokollen nachzulesen, was die Witwe einbringt und was quasi der Geselle einbringt und wie sie dann verblieben sind, wie halt dann das mit den Erben ist. In meinem Fall war zum Beispiel 1798 eben die Begründung des Wagner-Handwerks in Weistrach, hat er eben eine Wagner-Meisterswitwe geheiratet ist so aus Haag nach Weistrach gekommen. Die Witwe hat sich das noch ein bisschen vorbehalten. Wenn sie mal stirbt, hätte nicht er alles geerbt, sondern nur das, was er in die Heirat eingebracht hat.
Und sie hat dann am Sterbebett anscheinend ein mündliches Testament ihm ausgesprochen, dass er entgegen der ursprünglichen Heiratsvereinbarung alles erbt, weil er sich so liebevoll um sie gekümmert hat. Also sowas kann man dann anhand der Heiratsprotokolle in Kombination mit der Verlassenschaftsabhandlung zum Beispiel eben herauslesen. Oder ein anderer Fall habe ich in den Verlassenschaftsabhandlungen gefunden, eine ganz interessante Information, das auch bei uns so keiner wusste. Eben dieser eine Wagnermeister ist dann 1839 gestorben und da haben innerhalb von 2, 3 Jahren ist er gestorben, seine Frau und die älteren 2 Töchter. Und dann waren quasi nur, glaube ich, 3 Kinder da und die waren aber alle minderjährig. Und da habe ich dann halt aus diesen Verlassenschaftsabhandlungen heraus lesen können, was dann mit denen passiert ist. Sie hätten natürlich das Haus verkaufen können, haben sie aber nicht. Sie haben den minderjährigen Sohn das Haus überschrieben, haben aber alle 3 Kinder dann in die Obhut von Verwandten gegeben und halt schon hineingeschrieben in das Protokoll, dass wenn der Sohn quasi volljährig ist und das Gewerbe halt der Wagnerei gelernt hat, dann darf er das quasi dieses Haus in die Werkstätte übernehmen und weiter betreiben. Also sowas sind schon ganz interessante Informationen, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Zum franziskanischen Kataster, da findet man halt dann auch die Berufe, die halt auch die Nachbarn gehabt haben. Das war für mich dann auch ganz interessant. In der Ortschaft, welche Berufe gab es da sonst noch oder in der näheren Umgebung, ist zwar nicht immer schön ausgefüllt, aber in vielen Fällen, in meinen Fällen war es Gott sei Dank, sind die Berufe drinnen gestanden von den Nachbarn. Da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass einer der Nachbarn halt ein Binder war in der Ortschaft in Weistrach. Grundbücher, natürlich die klassischen Informationen, die man auch aus der Hausgeschichtsforschung kennt. Der Grundbesitz ist natürlich immer von Interesse. Und die letzten Punkte sind dann insbesondere halt gewerbetechnischer Natur, die halt, das muss ich halt dazu sagen, wenn man was findet, dann ist es gut so, aber es sind halt auch Aufzeichnungen, die nicht immer erhalten sind. Und insofern sind sie gerade auch in der Ahnenforschung eher weniger erschlossen, was ich sehr bedauere und schade finde. Und mich würde es halt freuen, wenn die halt mehr Beachtung finden würden. Ich habe deswegen auch hier die Bestände des Niederländischen Landesarchivs, die Signaturen angegeben. Vielleicht findet der eine oder andere darinnen was. Ich muss halt nur dazu sagen, diese Bestände sind halt oftmals in privaten Händen gelandet und nicht alle in öffentliche Archive abgegeben worden. Das betrifft einerseits einmal den Bestand der Genossenschaften Innungen. Die sind dann im 19. Jahrhundert, als dann die Zünfte aufgehoben wurden, die Aufhebung der Zünfte war durch die Gewerbefreiheit im Jahre 1860, haben sich dann die Genossenschaften, die heute Innungen genannt werden, etabliert. Da findet man zu dem einen oder anderen Gewerbe noch etwas im Genossenschaftskataster des Niederländischen Landesarchivs, aber teilweise auch in den Stadtarchiven, weil die Genossenschaften waren halt in erster Linie in den Städten, in den Städten situiert. Detto die Zünfte haben ihren Standort meistens in Städten gehabt, teilweise auch in Marktgemeinden. Das heißt, dort einmal ins Archiv hineinschauen, ist auch sehr hilfreich. Die Schwierigkeit ist nur bei den Zünften, also sind jene Körperschaften, die quasi bis 1860 bestanden haben, dass ihre Sitze nach eigenen Gesetzen irgendwie entstanden sind und nicht immer quasi aus unserer Sicht heute klar erkennbar ist oder logisch irgendwie zuordnenbar, warum der Zunftsitz in der Stadt war und nicht in der. Das hat sich aus verschiedenen Kriterien zusammengesetzt, deren Erläuterung ich jetzt aber dann unseren Rahmen hier sprengen würde. Aber es ist auch eine ganz spannende Thematik. Natürlich, in meinem Fall hat es sich auch ausgezahlt, Gemeindearchive zu kapern. Eben, wenn man eben weiß, wo die Betriebe sich befanden, mal beim Gemeindearchiv anzufragen. Das ist ganz unterschiedlich. Manche Archive haben Informationen für mich gehabt, manche wieder nicht. Auch einen Blick in die Topothek. Da findet man auch mitunter ganz Interessantes von einzelnen Betrieben oder Fotos zu diesem Gewerbe. Das ist auch ganz interessant. Und
Zuletzt noch ein kleiner Hinweis: Da gibt es im Niederösterreichischen Landesarchiv ein interessantes Nachschlagewerk, nämlich aus dem Jahre 1903 einen Zentralkataster sämtlicher Gewerbebetriebe. So das erste Hineinschmücken, wenn man in diesem Zeitraum einen Betrieb sucht, ist es auch ganz spannend. Und ich finde auch, dass es sehr spannend ist, mal zu sehen, welche Betriebe es damals überhaupt gab, welche Gewerbe, wie vielfältig das bei unserem Land war. Jo. Ein Beispiel, das Zunftarchiv Weiderhofen an der Ips. Da habe ich zum Beispiel geforscht, weil meine Wagner, die halt aus Weistrach waren, das war eh ein längeres Prozedere, bis ich herausgefunden habe, wo die Zunft von denen war. Und es hat sich letztendlich herausgestellt, dass sie die Zunft in ihren Sitz in Weidhofen an der Ips hatte. Und zu meinem Glück ist das Zunftarchiv von Weidhofen ziemlich gut erhalten. Man sieht es hier auch an der Fülle der Handwerksarchive, die noch da sind. Also wenn man dort in der Gegend forscht und der Vorfahre vielleicht eines dieser Handwerke hatte, in der Zeit halt vor 1860, dann lohnt es sich auf jeden Fall mit dem Stadtarchiv vorbeizuschauen und einmal hier zu schauen, was es zu diesem Handwerk gibt. Weil in den Zunftarchivalien finden sich oft auch personenbezogene Informationen. Da gibt es eben Aufnahmeprotokolle in die Zunft. Es gibt dann halt, wann wer ein Geselle geworden ist, die Freisprechbücher oder wann wer Meister geworden ist, dann die Meisterbücher. Und da findet man auch das eine oder andere. In meinem Fall hat es jetzt zur Wagner-Zunft leider diese Bücher nicht mehr gegeben, aber ich habe noch ein Christenlehrzeugnis gefunden. Das habe ich da vorne, da rechts oben ist das, habe ich das hier eingeblendet. Das besagt, wie halt mein Vorfahre, der Johann Kamüllner, im Jahre 1795 in die Wagner-Zunft aufgenommen wurde als Lehrjunge, musste er ein Zeugnis ablegen, dass er die Christenlehre bei seinem Dorfpfarrer besucht hat. Und da hat ihm der Pfarrer von Haag ihm dieses Zeugnis ausgestellt. Und das war eine Aufnahmevoraussetzung, eben für, dass er Zunftmitglied wurde. Ja, dann somit käme ich jetzt eh schon mal am Ende meines Inputs-Vortrags an, um ein bisschen einen Ausblick noch zu geben für weitere Informationen. Das, was ich über das Wagner-Gewerbe erforscht habe, verpacke ich eben in meine Abschlussarbeit für den Lehrgang von Gerhard Flossmann, eben der Heimat- und Regionalgeschichte. Dieses Werk wird voraussichtlich im Herbst 2021 erscheinen. Also wer sich dafür interessiert, wird hier zum Wagner-Handwerk noch das eine oder andere entdecken. Ich habe mich halt bemüht, hier den Rahmen ein bisschen aufzuzeigen vom Wagner-Gewerbe in Niederösterreich und das halt ergänzt um Informationen, was ich halt zu den Kamüllers herausgefunden habe im Detail. Also das berichtet dann diese Publikation, die wahrscheinlich so um die 130 Seiten oder sowas haben wird. Für Niederösterreich gibt es auch noch ein sehr interessantes Buch, allerdings im Antiquariat oder die nächsten zwei Bücher sind eigentlich beide aus dem Antiquariat. Das erste ist von einem Wagnermeister geschrieben, Straße, Rad und Wagen, wo er sich aus einer eher technischen Sicht, da hat er auch Modellzeichnungen drinnen für die verschiedensten Gerätschaften und Wagentypen, halt mit einem sehr starken halt technischen Fokus hat der Siegfried Riedler ein Standardwerk des Wagner-Handwerks in Niederösterreich geschrieben. Mit einem ganz anderen Fokus der Wirtschaftshistoriker Gustav Ottrupa, der so ein kleines und auch, finde ich, gut lesbares Standardwerk zu Gewerbe und Zünfte in Niederösterreich, ist auch ein eher schmales Büchlein, aber mit ganz interessanten grundsätzlichen Informationen zu Gewerbe und Zünfte, wie das damals war in Niederösterreich. Für so alte Handwerke insgesamt hat der Reinhold Reit ein kleines Lexikon zusammengetragen mit verschiedensten Handwerken vom Bader bis zum Zinngießer. Finde ich auch eine ganz gute Publikation, um mal ein bisschen einen Einblick zu bekommen, welche Handwerke hat es damals gegeben, wenn man das oft heutzutage gar nicht mehr so weiß. Es ist jetzt nicht vollständig, es sind alle Handwerke drinnen, aber so mal die gängigsten, finde ich ganz gut. Und übers Internet leicht findbar, über Google, der Jost Amann aus dem 16. Jahrhundert, Stände und Handwerker,
mit ein paar historischen Zeichnungen bzw. Kupferstichen zu den einzelnen Handwerkern. Wer sich sonst noch in Museen ein bisschen umschauen will zum Wagner-Handwerk, kann ich nur empfehlen. Es gibt im Museumsdorf Niedersulz eine Wagnerei, die aus Hollerbrunn stammt, die abgebaut wurde und im Museumsdorf wieder aufgebaut wurde. Die Wagnerei Halmschlag, die haben da quasi die ganzen Gerätschaften da übernommen und dort wieder aufgebaut. Dann gibt es noch das Kutschenmuseum in Lahnteier, wo man neben den Kutschen auch klassische, ja, gewöhnliche Gefährte, wie zum Beispiel eben da die Schlitten oder was haben wir noch, haben wir gesehen? Genau, das Linzer Wagerl habe ich auch zum Beispiel das Bild von dort, dann diversen Postwegen, weil halt die Postkutschen damals auch sehr weit verbreitet waren in Niederösterreich. Der Vollständigkeit halber noch das Kutschenmuseum Gruber in Großraming. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft zu besuchen, aber das steht auch noch im Programm. Jo. Das wäre es jetzt mal meinerseits einmal von meinem Vortrag her. Ich würde euch jetzt dann anbieten oder halt die Runde, Diskussionsrunde ein bisschen eröffnen. Input habe ich jetzt ein bisschen was gegeben zu dem Thema. Wenn es noch Fragen gibt, wenn euch noch was interessiert, wäre ich jetzt für Fragen offen.